Geht mal hoch, da ist so viel Wasser. Das ist entsalzen. General, ich hatte den Eindruck, ihr vereinfacht die Dinge. Seltsam. Warum habt ihr diesen Fürsten nicht an den Tisch des Konziliums gerufen? Ich habe nach wie vor kein rechtes Vertrauen zu ihm. Und seine Siege sind nichts weiter als ein Spiel des Zufalls. Eminenz, was man dir? Die Wege des Herrn sind unerforschlich. In der Tat, dieser unzuverlässige und den Türken treu ergebene Mann, wie er sagt, setzt halb Europa in Erstaunen. Wir müssen ihm helfen. Erlaubt, dass ich mich zurückziehe, Majestät. Ein genialer Strateger, aber dünkelhaft und ein Ehrgeizling. Schon der Gedanke, dass ein anderer Erfolg hat, weckt seinen Hass, selbst wenn er ihn gar nicht kennt. Welche Ratschläge lässt mir der Heilige Vater durch euch übermitteln? Majestät, er schickt euch das der Heiligen Liga versprochene Geld zur Aufstellung eines Heeres gegen die Heiden. Eminenz, wie konntet ihr eine solche Botschaft so lange zurückhalten? Ich muss gestehen, ihr habt mir eine sehr angenehme Überraschung bereitet. Ich bin froh, dass ich euch wenigstens auf diese Weise nützlich sein konnte, Majestät. Dennoch, ich bin besorgt. Sprecht weiter, Eminenz. Glaubt eure Majestät, dass es gut ist, diesem Unbekannten das Geld zur Verfügung zu stellen, das von der Heiligen Römischen Kirche großmütig unserem Kreuzzug zur Verfügung gestellt wurde? Ich bin der Meinung, dass Fürst Sigismund der bessere Mann wäre. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Kardinal. Nein, das nicht. Ich bin nicht so leichtsinnig, dass ich dieses Geld, auf das wir so lange gewartet haben, dem erstbesten Fremdling anvertraue. Wir werden eine Armee aufstellen. Ihr werdet ihn verarmen, um diesen Fürsten Michael kennenzulernen. Versucht in seine wahrscheinlich primitive Seele einzudringen und informiert mich eingehend. Danach werden wir einen Entschluss fassen. Fürsten Michael zu sehen, inmitten all seiner Helden. Ich glaube, mich in einer Episode aus der Ilias zu befinden. Durchlauchtigter Fürst, im Namen des Heiligen Vaters möchte ich euch dieses Kreuz überreichen, in dessen Namen ihr euren Feldzug führt. Wann kommt die Armee, Eminenz? Die Vorbereitungen sind beinahe beendet, Fürsten. Der Heilige Vater und seine Majestät Kaiser Rudolf haben beschlossen, euch jede Hilfe zu gewähren, die ihr gefordert habt. Der berühmte General Basta wird die Ehre haben, sein Schwert eurem unbezwingbaren Heere beizugesellen. Und wann? In ungefähr 5 Monaten. In 5 Monaten? Ihr seid ein viel zu großer Stratege, um nicht zu begreifen, dass man für eine so gewaltige Offensive, wie wir sie vorbereiten, doch eine gewisse Zeit braucht. Sehr klar, Herr Eminenz. Und nun sind auch denn. Wisst ihr, was alle diese Männer erwarten? Dass ich meinen Arm hebe und ihnen zurufe, dass uns 10.000 tapfere Krieger zur Hilfe gekommen sind. Von ihren Freunden gebrüllt und die Mauern von Istanbul zusammenstürzen. Mit oder ohne Basta, in einer Woche wären wir doch gewesen. Brüder, ja, hä? Lass uns sammeln lassen, wir kehren wieder um. Hoheit, jetzt, nachdem wir uns bis hier... Noch ein Wort und ich habe deine Kugel durch den Kopf. Vielleicht war es ein Fehler. Ich erwarte Hilfe aus zu großer Entfernung. Ihr seid der Vetter des Fürsten Sigismund. Glaubt ihr, dass er mir Hilfe gewähren würde, damit wir die Türken an der Donau aufhalten, bis sich das christliche Heer formiert? Ich bin der Meinung, der Gedanke, sich an den Fürsten von Transsilvanien zu wenden, ist unbedingt begrüßenswert.
Es ist vorteilhaft, glaube ich, wenn ihr selbst zu ihm reitet. Und ich werde diese Freundschaft zwischen euch beiden segnen. Im Bund zweier kampferprobter Fürsten gegenüber benachbarter Länder herrschen. Begeben wir uns gemeinsam zu ihm. Hat die Ehre, sich im Kampf zu messen mit dem Fürsten von Transsilvanien, Graf der Schettler und Herr über ein Teil Ungarns, Sigismund Báthory. Diesen Kampf widme ich der hochwohlgeborenen Erzherzogin Maria Christina von Österreich, meiner edlen Braut. Ich preise ihre Liebreiz, ihre Sittsamkeit und werde zeigen, dass ich ihrer würdig bin. Ich hoffe, dass der Fürst der Nachthochzeit auf angenehmere Art seine Energie beweisen wird. Du liebst ihn? Er ist sehr nett, aber ein großes Kind. Sprich lieber mit deinem Fürsten. Er macht ein so finsteres Gesicht, ob der überhaupt den Mund aufkriegt. Jedenfalls hat er es gekonnt. Lieber Graf, ich freue mich zu sehen, dass man... Fürst, die Sonne scheint so herrlich. Alles ist heiter. Und ihr blickt so finster. Verzeiht mir, ich war mit meinen Gedanken weit weg und besser. Ich wollte euch nicht kränken, Fürst. Ich habe nicht das Recht, gekränkt zu sein. Ich bin tief in eurer Schuld. Sagt mir, hättet ihr mich am Ende auch verbrennen lassen? Sagt mir, was für ein Mensch ist dieser Sigismund? Das werdet ihr noch merken. Wenn ich übergezogen hätte, spielen wir ja nicht wieder. Was machst du? Ihr müsst aber gehen. Michael aus der Walachei, lasst uns unsere Freundschaftsbande durch einen ritterlichen Wettstreit bekräftigen. Nicht annehmen. Um Himmels Willen, nehmt nicht an. Ich danke euch, teurer Freund, aber... Ich glaube, wir sind nicht hier, um uns im Spiel zu schlagen. Ihr wisst, Fürst, der Kampf mit der Lanze ist eine Kavalierssache. Ich danke für die Ehre. Ich nehme eure Forderung an, Sigismund. Fürst Sigismund von Báthory ruft den Fürsten Michael aus der Walachei zum ritterlichen Wettstreit auf. Hilf ihm, Alter. Steh ihm bei, Mutter Maria. Verlass ihn auch jetzt. Kennst du den? Wer ist das? Fürst Michael. Der ist den verdammten Toten Zeit. Ohne Helm ist der Kampf nicht erlaubt. Das verstößt gegen die Regel. Wir wollen hoffen, dass ihm eine Lektion erteilt wird. So wäre das für manchen von uns besser. Ohne Helm geht es nicht. Das widerspricht den Regeln. Wir verlieren unnötig Zeit, Fürst. Er hat es so gewollt. Die Bettine, warum hast du mir das verschwiegen?